Immer wieder tanzen sie. Und für jeder Hütte, in der ein Mädchen lebt, tanzt einer von ihnen. Der, der das Mädchen einmal heiraten will. Hörst du die Musik? Sie tanzt in meinen Ohren. Ja, Nino, ich höre sie. Ich kenne die Musik. Seit ich klein war. Es ist die Musik unseres Stammes. Ich höre in ihr das Rauschen des Flusses. Den heftigen Regen, der auf die Bäume klatscht. Und die Freude der Männer, die sich die Mädchen wählen. Nur für unsere Hütte tanzt keiner. Keiner will mich. Keiner wird mich zur Frau nehmen. Ich bin nicht so schön wie die anderen Frauen des Stammes. Keiner findet mich begehrenswert. Was redest du da? Du bist tüchtig. Du musst Geduld haben. Hör, Mutter, hör doch. Alle tanzen an unserer Hütte vorbei. Das Fest geht zu Ende. Die Musik hört auf. Bald wird es still sein im Dorf. Leg dich schlafen, Tochter. Ich will nicht in der Hütte bleiben. Die Nacht ist zu schön draußen. Ich will wieder hinaus. Zum Wasserfall? Am Fluss? Du warst schon so oft in der Nacht dort. Bleib doch in der Hütte wie die anderen Mädchen. Ich höre so gern das Rauschen des Flusses. Hast du mir nicht schon, als ich klein war, die Stimmen des Wassers erklärt? Es ist meine Stille dort draußen. Du hast nie Angst gehabt vor der Nacht. Ich höre das Tappen der Tiere, das Schleichen der weichen Pfoten, den Schrei der Nachtvögel, das Schnappen der Fische im Fluss. Und heute wird mir der Mond leuchten. Ich kann den Mond vom Fluss aus sehen und die Sterne. Mutter! Die Sterne, ausgestreut im weiten Himmel. Was bist du für ein seltsames Mädchen? Du liebst die Nacht und beklagst dich, dass die Männer einen Bogen um dich machen, wenn du draußen auf dem Stein am Wasserfall schläfst. Wer denn sonst? Die anderen Mädchen schlafen im Dorf. Immer wenn sie traurig ist, sagt man, schläft sie draußen beim Fluss. Bin ich froh, dass mein Sohn ein anderes Mädchen gefunden hat. Ich finde auch, dass sie nicht besonders anziehend ist. Und möchtest du, dass deine Schwiegertochter sich nachts im Wald und am Fluss herumtreibt? Sei still! Wir wollen sie nicht aufwecken. Was treibt sie wohl so häufig hinaus? Aber was geht es mich an? Komm, lass uns ins Dorf zurückkehren.
der Mond. Er schien mir direkt ins Gesicht. Und auf einmal fiel ein Tropfen vom Himmel auf mich. Auf meine Wange. Eine Träne des Himmels. Was? Nein. Ich habe nicht geträumt. Ich spüre den feuchten Tropfen auf meiner Wange. Was ist das? Das hat etwas zu bedeuten. Und jetzt meine ich, mein ganzes Gesicht schwimmt in den Tränen des Himmels. Mein ganzer Körper ist benetzt. Etwas rinnt durch mich hindurch, verwandelt mich. Oh, ich muss schnell nach Hause laufen, meine Mutter. Vielleicht weiß meine Mutter, was mit mir geschehen ist. Das Nino, die ich nie gesehen, nie bemerkt habe. Was hast du? Es war schon Nino. Warum fragst du? Sie ist verändert. Ich spüre es. Ich habe nie ein schöneres Mädchen gesehen. Du hast heute Abend zu viel Zuckerrohrschnaps getrunken. Da erscheint dir auch die Unscheinbarste noch als zauberhaft. Warte nur. Du hast sie nicht angesehen. Aber ich habe sie gesehen. Er hat recht. Nino ist bezaubernd. Sie hat euch behext. Sie hat sich die Schönheit gestohlen. Sie hat euch verzaubert. Ich werde vor ihrer Hütte tanzen. Ich werde vor Ninos Hütte tanzen. Mein Speer soll dich treffen. Mein Pfeil soll dich durchbohren. Mich hat sie angesehen. Nicht dich. Mutter, ein Traum. Nein, kein Traum. Eine Träne. Vom Himmel, ich sage dir, genau vom Himmel. Du bist ganz außer Atem. Haben dich die Flussgeister geängstigt? Nein, nein, nur Freude, Freude. Wie ein Fluss durch meinen ganzen Körper. Eine Träne des Himmels netzte meine Wangen, gerade als der Mond mir ins Gesicht schien. Mutter, sag, was bedeutet das? Nino, Kind, du Glückliche. Nur der Mond ist ebenso schön wie du. Es gibt eine alte Geschichte, die sagt, wen der Mond mit seinen Tränen netzt, wird schön sein wie das aufgehende Gestirn über dem Urwald am Fluss. Und alle Wesen werden kommen, um seine Schönheit zu bewundern. Nino! 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 Warum stört ihr die Nacht? Die Stimme des Medizinmannes. Vor unserer Hütte. Was will der Medizinmann? Der Brauch sagt, der Stimme des Medizinmannes musst du folgen. Geh hinaus und sieh nach, was er will. Nino! 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 Du hast mich gerufen. Was willst du? Es ist also wahr, was mir die jungen Leute gesagt haben. Dein Gesicht leuchtet wie der Mond. Deine Augen strahlen wie der Morgen und der Abendstern. Ein Zaubermittel muss dir zu solchem Aussehen verholfen haben. Du kannst nur an Zauberei denken. Was soll ich dir da viel antworten? Ich bin da, also sieh zu, was du zu tun hast. Nino, die Männer, sie streiten um dich. Jeder will dich haben, du hast sie verwirrt. Sie sehen nicht mehr recht. Nino, du hast den Pfeil abgeschossen und mein Herz getroffen. Ich will dir die schönste Hütte unseres Dorfes bauen, wenn du nur mit mir kommst. Ja, jetzt sehe ich auch. Du bist die schöne Nino, das begehrenswerteste Mädchen vom Stamm der Tarianer. Sag, ich soll bis zum Ende des großen Flusses auf dem Kanu rudern. Sag, ich soll das Krokodil aus dem Fluss locken. Ich will tun, was du willst. Ich will mit dir den Hochzeitstanz tanzen. Was ist mit euch geschehen? Noch vor wenigen Stunden wolltet ihr mich nicht ansehen. Niemand hat vor meiner Hütte getanzt. Ich bin, wie ich immer gewesen bin. Lasst mich allein.
Früher habt ihr mich nicht beachtet. Ihr habt um andere Frauen geworben. Geht zu ihnen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich rieche schon den Zauber. Und ich lege mich nun schlafen für den Rest der Nacht. In ein paar Stunden graut der Tag. Vielleicht wischt euch die Sonne eure verrückten Gedanken aus dem Hirn. Zaubertrank genommen haben. Sie macht uns alle verrückt. Sie hat sich Schlangenblut ins Gesicht gestrichen. Sie hat frische Papageieneier gegessen. Oder weißt du eine Erklärung, Medizinmann? Du kennst dich doch aus, über der Erde und unter der Erde. Wenn dir der Zauber untertan ist, wirst du auch ihren Zauber erklären können. Nicht jeder Zauber ist mir untertan. Aber den Zauber der Schönheit werde ich entdecken. Da, dort, vor dem heiligen Totem werde ich ein Feuer anzünden, es mit heiligen Kräutern schüren und im Rauch, der zu den Geistern aufsteigt, sehen, woher Ninos Schönheit gekommen ist. Doch niemand, versteht ihr, niemand darf mir bei diesem Geschäft zusehen. Wenn ich das Feuer angezündet habe, müsst ihr euch in die Hütten verkriechen. Warum bist du mit mir zum Fluss hinausgegangen? Damit uns niemand sieht. Damit uns niemand hört. Hast du nicht gesehen, dass der junge Fui mir überall hin zu folgen versucht? Und auch die anderen jungen Männer sehen mich wie verstört an, wenn sie mich treffen. Ach, du siehst Gespenster. Nein, Mutter. Aber ich habe Angst vor dem Medizinmann. Wir sollten nicht länger im Dorf bleiben. Wir sollen fortziehen? Ja, fort. Zu einem anderen Stamm. Ich will keinen der Männer aus unserem Dorf heiraten. Sie wollten mich früher nicht haben, sie sollen mich jetzt nicht haben. Wer weiß, ob sich ihre Meinung wieder ändert. Wenn du willst. Und wir sollen alles zurücklassen? Wir warten, bis es dunkel geworden ist. Dann laden wir, was wir haben, ins Kanu und rudern den Fluss hinunter. Und niemand wird wissen, wohin wir gefahren sind.
Was hast du herausgefunden? Ist sie eine Zauberin? Sie hat das ganze Dorf verzaubert. Redet nicht Unsinn. Nur ich kann aus dem Rauch lesen. Denkt euch nichts aus, sondern hört zu. Er weiß etwas, er weiß. Im Rauch erschien mir das Gesicht der schlafenden Nino. Sie schlief am Fluss und der Mond blickte in ihr Gesicht. Er ließ eine Träne auf ihr Gesicht fallen und Nino wurde schön wie der Mond. Ja, sie ist schön. Sie ist schöner als alle Mädchen des Dorfes. Wir lieben sie, aber sie will keinen von uns haben. Was sollen wir tun? Ein einziges Mittel könnte helfen. Seht ihr diese Zauberknochen? Nehmt sie und tanzt vor Ninos Hütte. Dann wird sie nicht mehr widerstehen können. Einem von euch, dem, der am besten tanzt, wird sie ihr Herz schenken. War weit. Wir haben dein Dorf gesucht. Nichts Böses ist uns auf der Reise widerfahren. Wird der große Häuptling uns aufnehmen in sein Dorf und uns erlauben, unser Zelt aufzustellen? Wenn euch auf der Reise nichts Böses widerfahren ist, soll euch auch in diesem Dorf Friede gewährt sein. Bleibt, wenn ihr wollt. Ich sehe, ihr habt starke Arme und werdet den Frauen bei der Arbeit helfen können. Habt Dank für die Gastfreundschaft. Meine Tochter Nino und ich werden gerne in eurem Dorf sein. Hier kommt mein Sohn. Mein Sohn, du bist verwirrt. Ja, ihr Gesicht. Nino, Mädchen vom Fluss. Dein Gesicht leuchtet wie der Mond. Und der Blick kann sich nicht mehr von dir wenden. Der Medizinmann hat uns betrogen. Seine Zaubermittel helfen nicht. Nino ist die stärkere Zauberin. Vertreibt den Medizinmann aus dem Dorf. Er ist zu nichts Nütze. Warum schreit ihr so, Dummköpfe? Du bist ein Dummkopf, Alter. Hast uns alte, unbrauchbare Knochen angedreht. Kannst doch selbst von Ninos Hütte. Vielleicht nimmt sie dich zum Mann. Ihr seid Dummköpfe, sag ich. Wie soll Nino aus der Hütte kommen, wenn sie nicht in der Hütte ist? Im Rauch der heiligen Kräuter habe ich gesehen, dass sie mit ihrer Mutter geflohen ist und heute den Sohn des fremden Häuptlings im Dorf weit unten am Fluss heiratet. Das soll sie büßen. Der Sohn des Häuptlings muss sterben. Wir werden Nino mit Gewalt zurückholen. Thank you.
Tagen kann ich nicht mehr schlafen. Träume ängstigen mich. Etwas Schlimmes wird geschehen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin stark. Ich werde dich vor allen Gefahren schützen. Aber wenn du willst, soll der Medizinmann deine Träume deuten. Und er weiß sicher ein Mittel, das dir den Schlaf wiederbringt. Geh gleich zu ihm. Sie sind in Kanus. Alle haben Waffen in den Händen. Die Männer haben die Gesichter der Männer des Dorfes, aus dem ich geflohen bin. Die Männer heben die Speere zum Himmel. Die Männer wollen zu dir. Du hast richtig gesehen. Sie kommen mit Waffen. Sie suchen nicht den Frieden, sondern den Krieg. Sie werden auf dem Fluss kommen und am Landungssteg aus dem Wasser steigen. Hab keine Angst. Ich werde den Steg mit dem Bann des schreienden Krokodils belegen. Jeden aus dem fremden Stamm, der den Steg betritt, wird der Schlag des Unglücks treffen. Du aber halte dich fern von Fluss und von Steg. Werden mich töten. Ich muss ihnen entgegengehen. Geh nicht. Geh nicht. Sie kommen. Kommen. Kanus der Männer. Der Zauber hat sie gepackt. Der Geist des schreienden Krokodils hat sie verwandelt. Wo ist Nino? Was hast du mit Nino gemacht? Ich sehe ein Gesicht leuchten am Grund des Flusses. Auch du wirst deine Tochter sehen können,
wenn du bei Vollmond zum Fluss hinausgehst. Wenn der Vollmond in die dunklen Wellen des Flusses scheint, scheint er in das Gesicht deiner Tochter. Und wie sein Licht wird ihr Gesicht immer wieder auf dem Grund des Flusses sein und schön sein und glänzen.